Moin. Bei mir vergeht kein Jahr, ohne Weihnachtsplätzchen gebacken zu haben. Die Engelsaugen habe ich dieses Jahr zum ersten Mal gemacht, aber die sind so einfach und lecker, die musste ich euch unbedingt zeigen. Los geht's. Ich montiere schon mal den Knethaken an die Küchenmaschine und dann starte ich auch schon mit dem Teig. In die Rührschüssel kommt schon mal Mehl und Puderzucker. Man kann nun ein Päckchen Vanillinzucker nehmen oder wie ich auch einen Esslöffel selbstgemachten Vanillezucker. Dazu kommt eine Prise Salz zur Unterstützung des süßen Geschmacks und etwas Abrieb einer Bio-Zitrone. Nun gebe ich auch schon die kalte Butter dazu und lasse das erstmal ein wenig verkneten. Man kann natürlich auch mit einem Handrührer oder ganz oldschool mit der Hand verkneten. Das ist kein Problem. Währenddessen trenne ich die Eier und gebe dann auch schon das Eigelb zum Teig und lasse alles miteinander verkneten. Aus dem Eiweiß lassen sich natürlich noch leckere Kokosmakronen machen. Verratet mir doch mal in den Kommentaren, was eure absoluten Lieblingsplätzchen sind. Ich gebe den Teig dann gerne noch auf eine Backmatte und verknete alles ordentlich mit der Hand. Danach lege ich mir ein Stück Frischhaltefolie aus und packe den Teig darin ein. Umso flacher der Teig, desto weniger lang braucht er im Kühlschrank. Ich lasse ihn nun ca. 30 Minuten im Kühlschrank ruhen, bevor ich weitermache. Eine halbe Stunde später ist der Teig schön fest geworden und ich nehme mir erstmal die Hälfte des Teiges für das erste Blech. Dann nochmal kurz durchkneten und anschließend zu einer gleichmäßigen Rolle formen. Meine hatte einen Durchmesser von 2 cm. Ich trenne davon nun immer ca. 1,5 cm große Stücke ab, roll diese zu einer kleinen Kugel und lege sie auf mein Backblech. Der Teig geht nicht so sehr auf, der Abstand muss also nicht allzu groß sein. Sind alle Kugeln verteilt, nehme ich mir einen Holzlöffel zur Hilfe und mache mit dem Stiel eine Mulde in die Kugeln. Während ich mich um den Teig gekümmert habe, habe ich bereits die Johannisbeermarmelade langsam im Topf erwärmen lassen. So lässt sie sich einfach besser verarbeiten. Man kann natürlich auch andere Marmelade oder Schokocreme verwenden, das ist ganz euch überlassen. Ich lasse den Ofen jetzt schon mal auf 180 Grad Umluft vorheizen und fülle derweil die Kekse. Ihr wollt heute schon das Rezept von nächster Woche sehen? Dann schaut gerne auf Watch Better vorbei. Dort gibt es meine Videos schon eine Woche früher. Kostenlos und ohne Mehraufwand. Mehr Infos zu Watch Better und natürlich den Link zum Video findet ihr in der Beschreibung. Dafür gebe ich die Marmelade in eine kleine Spritzflasche und fülle die Mulden damit. Ich habe das Ganze aber auch schon mit einem kleinen Löffel gemacht. Das funktioniert genauso gut, falls ihr keine Spritzflasche habt. Die Kekse kommen jetzt je nach Größe und Ofen für ca. 10 bis 15 Minuten in den Backofen. Nach der Backzeit werden sie nur noch mit Puderzucker bestreut und fertig sind die leckeren Engelsaugen. Bis zum nächsten Video, eure Marie.